Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Biber hier am Start mit einem neuen Case Opening hier für YouTube Exclusive. Und ihr seht es schon, die Gold Chain ist am Start, die Gold Sunglasses sind am Start. Yo, YOLO Swag Mode. Und bevor jetzt der eine oder andere sagt, Biber, siehst du jetzt immer so, was ist mit dir los? Jungs, alles nur Spaß, ja, alles cool. Alles cool, es geht hier ums Entertainment und ich habe auch das Gold Scepter am Stisail. Ja, ich glaube, viele Leute denken so, ich laufe so rum, weil ich manchmal so rede. Aber nein, nein, Jungs. Müsst ihr aufpassen, ja. Übrigens hier, Overwatch XP Reward, ja. Ich habe mal wieder gut detected. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ihr freut euch jetzt. Ah, Case Openings ab sofort immer mit Facecam. Theoretisch ja. Jetzt habe ich aber 4 Videos vorproduziert und jetzt habe ich das eine, ich hatte schon mal Bravo Case recorded, ohne Facecam. Das habe ich jetzt gelöscht und mit Facecam gemacht. Die 3, die danach kommen, oder 3 oder 4, sind ohne Facecam, weil die wurden vor diesem Video recorded. Und nein, it's not a prank, it's not the operate lifestyle. Das ist tatsächlich so. Und das hat auch einen Grund, ja, weil ich hier in dieses Video noch was einbinden wollte. Gegen Ende werdet ihr sehen. Ja, da kommt noch ein kleines Product Placement, damit wir auch das Ganze hier ermöglichen können. Ja, weil das ist ja der teure Lifestyle, ja. Auch die Brille, die... Jungs, die beißt sich nicht von alleine. Oder die Gold Chain, ja, für 8 Euro oder so. Ja, müssen wir aufpassen. So, auf jeden Fall, aber Moment, theoretisch kann ich spoilern. Das letzte Mal, wo ich das Bravo Case recorded habe, also die vorherige Version, nicht diese Version, Everyday Saturday, ja, also die richtige originale Version, die ich vorher recorded habe, die, da habe ich nur Scheiße gezogen. Da ist aber zum ersten Mal in meinem Leben eine AK-Firestorm vorbeigeflogen. Das ist der Witz. So, und mal gucken, ob wir da heute Gas geben können. So. Vielleicht sollte ich das mit meinem Zepter öffnen, Jungs. Warte mal. Ich geh mal hier drauf. Ah, krieg ich das hin? Warte mal, Jungs. Das gibt's doch gar nicht, ey. Jungs, Biber, sag's in den Chat, oder? Ich krieg's nicht hin. Jungs, dieser Stick. Oder warte mal. Ich mach's richtig geil. Es geht nicht. Ich muss per Hand öffnen. Ich hab eigentlich gedacht, mit dem Stick kriege ich es hin. Was zu öffnen? Da ist die Tempest. Ja, ist die Tempest. Da ist der 50 Cent Skin vielleicht. Ja, maximal. Bravo Kiss derzeit, ich glaube, ja gut, die schwanken immer. Ja, also es kommt immer drauf an. Meistens so um die 10 Euro kann man recht, plus Schlüssel 2,50. Wisst ihr Bescheid, ja. Also, komm, wir müssen es. Alter, das kann doch nicht sein. Oh, da ist aber schon mal was Pinkes vorbeigeflattert, Jungs. Gibt's nicht, oder? Das ist doch scheiße. Demeter. Ich weiß nicht, Jungs, warum erinnert diese Waffe mich immer... kennt ihr noch? White Titty gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Aber kennt ihr bestimmt noch von früher. Die hatten doch auch irgendwie immer so dieses Blau mit diesem Orange. Das erinnert mich immer an White Titty. Ich denke immer, da steht hier White Titty drauf. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß echt nicht, warum. So. Jungs, komm, ich muss nochmal das Zepter, das Goldene, das muss herhalten. Das gibt es nicht! Warte mal, so, jetzt reicht's, ey. Hiermit ziehe ich die Firestorm. Das hat geklappt. Ja, immerhin, eine Bright Water ist okay. Aber da hast du das Geld auch nicht raus. Ja, da hast du es nicht raus. Also das geht überhaupt nicht. Vor allem die war, ich glaube die war Filter. Ne, die gibt's in, doch ich glaube Filtesten MW, oder? Oder gibt's die nur in, ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, die gibt's nicht in Factory New. Genauso wie die Darkwater. So. Oh, da war sie ganz, wie Graphite. Ha! Nein. Es ist wieder die Tempest, natürlich, wie soll es auch anders sein, ja. Also at least Field-Tested, Well-Worn, irgend sowas. Uiuiui. Ui. Also Jungs, ich habe eigentlich gedacht, da kommt ein bisschen was Besseres. Und wie gesagt, Jungs, denkt dran, ja. Die 2, 3, 4 Case-Openings, die da noch folgen, ja. Cobblestone Case und so ein Scheiß kommt alles noch, ja. Ohne Facecam, weil wie gesagt, das, ja, also das vorproduced, weil ich habe jetzt keine Lust, das nochmal alles zu recorden, nachdem ich gesagt habe, ich strukturiere meinen Kanal ein bisschen um mit der Facecam. Übrigens, ihr könnt mal einen Kommentar lassen, wie findet ihr das so? YOLO Swag Outfit ist geil. Also da kommt noch ein bisschen was dazu, Jungs. Ich habe mir da was einfallen lassen. Auch für die Overwatches, Jungs. Sherlock Holmes wird am Start sein, ja. Der Sherlock Beepto. Ein kleiner Spoiler schon mal an der Stelle. Da wird einiges. Oh, da war die Pin. Ja, da ist. Schon wieder.
Alter, das ist ein Joke. Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, Battle Game. So, noch 5 Stück. So, wir haben die Hälfte hinter uns. Jungs, wenn ich eine AK Fire Serpent in Field Tester ziehen würde, oder ich glaube in Well Worn kostet die auch über 100, oder? Ja, locker. Ja, dann haben wir es da wieder eigentlich raus. Komm, Peter Zwegert, hol mich raus. Aus der Schuldenfalle. Oder Gaben. Ja gut. Die Bone Pile. Geil. Die, also meines Erachtens auch einer der hässlichsten Skins, die es überhaupt gibt in dem Scheißspiel, ne? Sieht aus wie so ein, also absoluter Standard-Skin mit so ein paar, ja, Totenköpfen halt eben drauf, klar. Aber, sieht grottenschlecht aus. Ist unglaublich. Also, Jungs, wer die spielt, verkauft sie, ja. Holt euch mal irgendwie was. Von der neuen Case, die eine finde ich geil. Die UMP, die habe ich gar nicht. Ja, gut, da fliegt wieder alles vorbei. Ich habe natürlich wieder die Waste Spray und in Battle Game. Ich sehe schon am Vorschaubild. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Das ist Battle Game, sein Faller, ja. Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, kommt, Jungs, auf geht's! Zweimal eine P90 vorbeigeflattert. Nochmal eine Waste Spray. Ich glaube, wieder ein Battle Game. Es ist unglaublich, Alter. 10 Euro. Für so einen Blue Skin im Battle Game, den ich für, keine Ahnung, gut, die Blue Skins sind ja ein bisschen teurer, aber sagen wir maximal 3 Cent oder so. Ist ein Joke. Jungs. Jungs! Ich betone es immer wieder. Case Opening, es ist nicht Wurf. Es ist nicht Wurf! Ja, es ist einfach nicht Wurf. Es geht mir richtig auf den Sack. So, letzte Case. Letzte Case. Husch! Jungs, da ist die Golden Coil vorbei. Ja, was soll ich dazu sagen? MPA4 circa. Sieht auch grottenschlecht aus. So, wir gucken mal, Jungs. Und Grills. Wieso sag ich eigentlich immer Jungs? So. So, wir haben angefangen hier mit der Tempest. Factory New immerhin. Wo? Ernsthaft? Aha. Dann hier in Field Tested, Minimal Wear, Well Worn, okay, Minimal Wear, Battle Game, Field, was? Das ist Field Tested? Ist ein Witz, oder? Ist ja furchtbar aus. Field Tested. Ja gut, Jungs, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns jetzt noch kurz mit einer kleinen Vorstellung, gekoppelt mit einem Product Placement. So, YOLO Swagger Facecam ist weg und kommen wir nun zu dem kleinen Product Placement, denn das ganze Video wurde durch meinungsort.de unterstützt. Das ist eine Umfrageseite, an der ihr logischerweise an Umfragen teilnehmen könnt, müsst allerdings 18 Jahre alt sein. Das Ganze ist komplett kostenlos und wenn ihr bei den Umfragen mitmacht, da kann man einfach hier auf Umfrage starten gehen, sobald man sich registriert hat. Und danach beantwortet man das Ganze und danach bekommt man Punkte gut geschrieben. Und diese Punkte, jetzt wird's interessant, kann man sich gut schreiben lassen aufs PayPal-Konto, Amazon-Gutschein, iTunes-Gutschein oder man kann Gewinnlose abstauben. Ich denke mal, das ist eine coole Sache für den einen oder anderen von euch. Link ist unten in der Beschreibung. Dankeschön nochmal an meinungsort.de, die dieses Video hier ermöglicht haben. Und dann würde ich mal sagen, bis demnächst und vor allem vergesst nicht zu liken, ihr Umfragebeantworter.